Also was sollte man machen, dass man es nicht bekommt? Keine Hand mehr geben, Abstand halten. Wieso bist du denn so noch? Wir leben in einer Zeit, wo es einfacher ist, die wahre Liebe zu finden, anstatt WC-Papier im Laderegal. Wir leben in einer Zeit, wo ich gerne CEO von einer gewissen Handdesinfektionsmarke wäre. Und wir leben in einer Zeit, wo wegen Panik und dem Coronavirus die Strassen in Basel leer sind. Was sagen Sie dazu, dass es fast keine Leute auf der Straße hat wegen dem Coronavirus? Oh, ich finde jetzt nicht, das sind besonders wenig, oder? Sie haben keine Panik? Absolut nicht, nein, nicht. Kennen Sie die Regeln vom Bund zum Schützen vom Coronavirus? Mehr oder weniger. Können Sie die mal aufzählen? Aufzählen? Ja, wir sind am Test, ob die Leute das wissen. Genau das dürfen wir nicht sein, in der Nähe. Wir müssen von mir also anderthalb Meter stehen. Öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen. Und wie schützt man sich am besten? Hände waschen. Und? Zu Hause bleiben. Also das mit dem Daheimleben hast du sehr gut umgesetzt, merke ich gerade. Was weißt du alles über ein Coronavirus? Yeah. Es ist einfach eine Grippe, die in ihrem Lungen... Also... Dass es übertrieben ist, weil das eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also ich denke, es ist nicht so schlimm. Wieso weißt du das? Was ist der Coronavirus? Etwas, was anscheinend so wichtig ist, dass man alles absagen muss. Und was ist der Coronavirus? Bakterium. Was weißt du über ein Coronavirus? Dass man husten muss. Also wenn man husten muss, dann hat man den Coronavirus? Ja. Kann ich dir vertrauen? Ja. Yeah. Wirklich? Ja, frisch desinfiziert. Okay. Und wie schützt man sich am besten? Ein bisschen Abstand. Wieso stehst du denn so nicht? Ist das eher ein Hamstereinkauf? Nein, ist ganz normal. Knäckebrot, ja. Ganz klares Hamsterprodukt. So, so. Ich esse aber immer Knäckebrot. Tschüss, Erika. Tschüss. Tschüss, Erika. Einen schönen Tag, gell? Was bedeutet es, vernünftig zu sein? Ja, einfach wirklich auch das machen, was einem empfohlen wird. Eben nicht Hamstereinkauf? Nein. Und auch nicht so nachstehen? Genau! Also, was sind die Regeln, um sich vor dem Coronavirus zu schützen? Die Regeln? Immer die Hände waschen und ja. Ja gut, auf dem Plakat, wo es gestanden sind. Und wie schon vermutet, haben die Leute Hamstereinkäufe tätig. Nudeln zum Beispiel, hat es keine mehr. Entschuldigung, machen Sie auch einen Hamstereinkauf? Hat es noch? Wir haben ihn gefunden, den Hamster. Hättet ihr lieber den Coronavirus oder würdet ihr lieber den Trump wählen? Coronavirus. Hättest du denn lieber den Coronavirus oder wärst du lieber Influencer? Coronavirus. Hättest du lieber den Coronavirus oder würdest du lieber die SVP wählen? Coronavirus. Hättest du lieber den Coronavirus oder würdest du lieber in Zürich wohnen? Ja, okay, Zürich wohnen. Was sind die Regeln vom Bund, dass man sich schützen kann? Man soll, glaube ich, Abstand halten von Leuten. Man muss immer sich also die Hände waschen oder Seifenboss. Wieso haben die Hände? Was ist das für eine Frage? Die haben keine Angst vor dem Coronavirus? Nein. Darum haben die Hände. Ja, YouTube. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie die Plattform kennen, dass Sie so die Jungen. Noch nie. Haben Sie noch nie gehört? Das habe ich mir schon fast gedacht. Hinterm Mond, deswegen weiß ich nicht, was. Deutschland ist ja schon fast hinterm Mond, oder? Hättest du lieber den Coronavirus oder würdest du lieber ein Jahr in Zürich wohnen? Ja, keins von beiden. Hättest du denn lieber den Coronavirus oder würdest du lieber die SVP wählen? Ja, das ist die Frage. Haben die den Coronavirus? Ja, nein. Das war jetzt ein lustiger Witz. Wie bekommt man denn den Coronavirus? Wenn man jemanden anhustet, kann ich glaube aus dem gleichen Glas trinken zum Beispiel. Was, man sollte aus dem gleichen Glas trinken? Ja. Yeah. Ganz Italien ist in der Quarantäne und jetzt ist Pornhub Premium gratis dort. Was? Fändest du es auch gut, wenn es in der Schweiz wird geben? Vielleicht für die Buben, ja. Du kannst schon zugeben, dass du... auch schon mal dort drauf gewesen bist. Was sagen Sie jetzt, wenn ich da so nahe neben Sie sitze? Kein Problem. Haben Sie keine Angst? Nein. Keine Angst? Nein. Können wir ein bisschen Abstand, das Interview mit Abstand machen? Hä? Was sagen Sie dazu, dass jetzt in Italien Pornhub Premium gratis ist wegen Coronavirus? Unterstütze ich voll. Ich hätte gerne Pornhub Premium gratis in der Schweiz. Wegen Corona. So, so, dann so, so, so. Oh, darf ich ein bisschen? Warte, komm, ich heb. Ja, kannst du mir's heben. Komm, dann das Mikrofon ein bisschen. Küsst ihr euch noch? Nein, wir haben uns nie gewusst. In Italien ist ja jetzt wegen der Quarantäne Pornhub Premium gratis. Ah, geil. Würden Sie das in der Schweiz auch so absolut unterstützen? Absolut. Würden Sie? Absolut. Was sagen Sie denn dazu, dass jetzt ein Pornhub Premium in Italien gratis ist? Keine Ahnung, habe ich nichts von gehört. Würden Sie da auch Gebrauch davon machen? Ich glaube jetzt eher nicht. Glücklich verheiratet. Ja, Sie können ja morgen vorbeischauen, man weiß nie. So, so. Sind Sie zusammen? Ja. Tönt ihr euch noch küssen? Ja. Ist das nicht gefährlich?
Doch schon. Wie sagen wir jetzt? Tschüss. So, 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 so. Yes. So, zweimal so. Oh! So, Seifenboss. Das ist wie das Telefon, gell? Ja, das ist wie das Telefon, voll. Das ist das Telefon. Und dann so. Oh. Wir sind schon neben der Handklatsch. Oder auch absolut nicht. Leute, ich weiss, die Situation rund um ein Coronavirus ist momentan sehr ernst. Das Video, das ihr gerade gesehen habt, ist sehr spontan entstanden. Ich einfach mal in die Stadt gehen, mit den Leuten reden und halt auch auf eine lustige Art mit den Leuten ein bisschen über ein Coronavirus reden und schauen, wie sind einfach die Leute momentan eigentlich drauf. Weil in den Medien wird immer berichtet, ey, dort ist Stress. Der Laden ist leer gekauft. Und wir sind in der Stadt und mega viele Läden sind nicht leer gekauft. Viele Leute schauen, dass sie die Hygienemaßnahmen einhalten, aber sind jetzt nicht mega in Panik, wie das ganz viele Medien schreiben. Und mir persönlich ist es halt in dieser Zeit mega wichtig, dass man auch etwas zu lachen hat. Obwohl das bei meinen Videos selten der Fall ist. Auch wenn das Video draussen stattgefunden hat, sollte man die Regeln vom Bund einhalten. Wäscht eure Hände, bleibt daheim, geht nicht zu viel raus, ist jetzt ein bisschen paradox. Aber dass man eben wiederum den Humor auch nicht verliert. In dem Sinne, Leute, schließt euch daheim ein und spielt Minecraft. Eben schön Hände waschen und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli. Whoa.